beisammen sein dürfen. Ich werde meine Aufnahme noch einschalten. Also ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir werden uns heute ein besonderes Thema vornehmen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass wir an diesem Thema der Inspiration noch etwas weiterarbeiten. In einem weiteren Rahmen, den wir gestalten werden. Wenn es möglich ist, dann würde ich euch bitten, wenn ihr die Möglichkeit noch habt, dieses Buch wieder zur Hand zu nehmen von Fandl über die Gabe der Weissagung. Wir werden einiges aus diesem Buch miteinander heute auch lesen. Ich möchte einiges dazu verwenden für unser Thema. Und wenn es möglich ist, wäre schön, wenn ihr eure Bibeln dabei hättet. Und auch eure vielleicht eine Notizblöcke, dass ihr euch ein bisschen was aufschreiben könnt. Sollte ja nicht einfach was zum Zuhören sein, sondern auch wirklich zum Mitarbeiten. Wir wollen da wirklich ein gemeinsames Studium machen und versuchen, unsere Gedanken auf das Wort Gottes zu lenken. Gut, ich habe den Titel für diesen heutigen Abend und vielleicht für die nächsten 2 Abende oder 3 Abende, die wir da mit diesem Thema uns beschäftigen werden. Da geht es um die Probleme im Umgang mit der Bibel. Wir wissen, dass die Bibel ein Buch ist, das sehr viel Kritik empfängt, mit dem viele Menschen leider nichts anzufangen wissen. Und wir als Christen, wir glauben aber, dass die Bibel doch Gottes Wort ist. Und dass es ein besonderes Buch ist, das man mit anderen sogenannten heiligen Schriften, die es ja auch noch gibt in anderen Religionen, nicht unbedingt vergleichen kann. Jedenfalls von unserem christlichen Standpunkt aus ist es etwas Besonderes. Genauso wie für einen Moslem der Koran etwas Besonderes ist, für einen Buddhisten die Bhagavad Gita, die Veden, für Hinduisten. Es gibt in allen Religionen sogenannte heilige Schriften. Und jeder in der Religion, wo er auch immer ist, wird seine heilige Schrift als das höchste und die heiligste Schrift finden und andere aus anderen Religionen eher hinten anstellen. Es ist aber interessanterweise so, dass gerade im Christentum allgemein die Bibel von den meisten Christen selbst kritisiert wird und selbst in Frage gestellt wird, was man normalerweise bei keinem Moslem erleben wird. Also wir werden wahrscheinlich keinen Moslem erleben, der irgendein schlechtes Wort oder einen Zweifel an Koran anbringen wird oder einen Buddhisten, der da an seiner Vagita herumzweifeln wird und das in Frage stellen wird, was da geschrieben worden ist. Das wird sich in anderen Religionen nicht abspielen. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Man hat hier absoluten Respekt vor diesen heiligen Schriften, die aus alter Zeit überliefert worden sind. Und es ist wirklich so, dass eigentlich das Christentum als einzige Religion sehr viel selbst das eigene Buch kritisiert. Wir glauben als überzeugte Bibelchristen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass es ein besonderes Buch ist, das keine negative Kritik verdient, aber doch eine kritische Betrachtungsweise. Und das wollen wir heute auch machen. Wir werden uns mit einigen Problemen beschäftigen. Und bevor wir in das Thema richtig einsteigen, würde ich meinen, dass es gut ist, wenn wir uns zu Gott wenden und in einem Gebet stille werden und Gott bitten, dass er uns heute durch diesen Abend führt. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir herzlich dankbar, dass du uns heute wieder einen gesunden Tag geschenkt hast, dass du bei uns warst. Danke, dass wir jeden Tag aus deiner Hand nehmen dürfen, uns dir anvertrauen dürfen, dass du uns leitest, dass du unserem Leben einen Sinn schenkst. Und wir danken dir, dass wir heute Abend hier beisammen sein dürfen, dass wir über diesen Weg miteinander über dein Wort nachdenken können. Und wir wollen dich bitten, dass du an diesem Abend bei uns bist, dass du unsere Gedanken lenkst, mir die rechten Worte gibst, die Dinge richtig zu erklären in diesem Zusammenhang
und alle, die hier mithören, dass sie auch im rechten Geiste mithören können, dass die Technik gut funktioniert. Und wir laden dich ein, dass du uns ein besseres Verständnis gibst von deinem Wort, dass wir schätzen und dass wir auch anderen Menschen gerne verständlich machen möchten und weitergeben wollen. So sei jetzt bei uns und wir danken dir für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Schön. Also, Probleme im Umgang mit der Bibel. Ja, wenn ich euch jetzt so vor mir hätte, dann würde ich euch fragen, welche Probleme kennt ihr denn eigentlich? Welchen Problemen seid ihr schon begegnet im Zusammenhang mit der Bibel? Jeder von euch hat Arbeitskollegen, hat Freunde, hat Schulkameraden, Nachbarn, Verwandte. Und irgendwie kommt man immer wieder da und dort über die Bibel zu sprechen. Und wahrscheinlich wird jeder von euch wissen, welche Probleme man begegnet, wenn man mit der Bibel irgendwo anfängt, sie nur zu erwähnen. Manchmal haben die Leute schon ein Problem, wenn man nur das Wort Bibel erwähnt. Das ist für viele schon irgendwo aus und vorbei. Das heißt, wir sehen, dass wir eigentlich bei uns gerade in der westlichen Welt, dass viele Menschen ein großes Problem einfach mit diesem Buch haben. Es wird von allen Seiten kritisiert, es wird zerlegt, es wird in Frage gestellt und oft sind wir manchmal als Christen und als bibelgläubige Menschen selber oft sehr, sehr hilflos und fragen uns, wie können wir mit den Leuten da umgehen, wie können wir die Bibel so darstellen, dass sie auch anderen Menschen Freude bereitet und dass sie damit etwas anfangen können. Es gibt also sowas wie eine Art Kreuz mit der Bibel. Nur welche Probleme sind das eigentlich? Ja? Die Kritik geht ja in alle Richtungen. Es ist besonders eine Kritik, die durch das wissenschaftliche Denken heraufgekommen ist. Wenn man bedenkt, dass durch die Jahrhunderte der frühen Zeit Menschen bereit waren, ihr Leben für die Bibel zu geben und die Bibel abzuschreiben, ein ganzes Leben lang haben die Menschen oft gearbeitet und oft ihr Leben auch preisgegeben und riskiert, mit der Bibel umzugehen, die Bibel zu lesen, die Bibel zu verteidigen. Wir wissen, was da in der Geschichte alles gelaufen ist. Und seit der Aufklärungszeit eigentlich ist es so, dass die Kritik an der Bibel immer lauter geworden ist. Wissenschaft hat sich breit gemacht und der wissenschaftliche Mensch hat sich immer mehr irgendwie auch gegen die Bibel zu stellen begonnen. Es ist immer mehr Zweifel gekommen und das hat ja auch irgendwo einen historischen Hintergrund. Und wahrscheinlich wird es auch so sein und wenn man in die Geschichte hineingeht, kann man sagen, möglicherweise sind Christen selber schuld durch die Jahrhunderte hindurch, wie sie mit der Bibel umgegangen sind, dass die Kritik an der Bibel und der Unglaube an der Bibel sich immer mehr und mehr ausgebreitet hat. Denn Faktum ist, dass ein großer Teil des Christentums zwar die Bibel sehr propagiert hat, die Bibel immer wieder als Gottes Wort versucht hat zu verteidigen und gleichzeitig hat man eigentlich das, was der Inhalt dieses Buches ist, nicht angenommen und man hat auch nicht versucht, wirklich noch der Bibel zu leben. Heute sagen viele Menschen, man kann die Bibel auslegen, jeder kann die Bibel auslegen, wie er will, jeder kann sie gebrauchen, wie er will. Ich sage, und es gibt also ein Wort, wo man sagen, wir sollten die Bibel nicht auslegen, sondern wir sollten sie ausleben. Aber um das tun zu können, muss man natürlich überzeugt sein, ist das überhaupt wert, dieses Buch zu kennen, ist es wert, sie auszuleben, kann man das überhaupt heute noch? Sind da Regeln drinnen in diesem Buch, die man für eine ganze Welt anwenden kann, die eine ganze Welt aufnehmen kann? Da gibt es ja auch verschiedene Kulturen und da herrscht auch eine gewisse Kritik, dass man sagt, die Bibel ist ja nur für eine bestimmte Kultur geschrieben worden, für eine bestimmte Zeit und diese Zeiten sind vorüber, heute sind wir in einer modernen Zeit. Also die Kritik zum Beispiel, die man auch immer wieder sehr hört. Aber vielfach ist natürlich auch eine Kritik an der Bibel, die Glaubwürdigkeit betrifft. Kann man dieses Buch überhaupt so annehmen, wie es geschrieben ist? Es ist ja vor
4000 Jahren, hat man 3500 Jahren, wenn wir die biblische Zeitrechnung hernehmen, die Bibel angefangen zu schreiben. Ist halt für diese damalige Zeit geschrieben worden, so meinen viele, und für unsere heutige Zeit bräuchte man vielleicht sogar eine neue Bibel. Tatsache ist, dass wir, das bibelgläubige Christen, die einmal die Bibel richtig kennengelernt hat, und dazu zählen wir uns jetzt, wie wir hier beisammen sind, zu denen, die absolut glauben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und da stellt sich die Frage, wie kommt man eigentlich darauf, Bibel als Gottes Wort zu bezeichnen. Da gibt es einen Bibeltext in Micha 6, Vers 8, den ich am Beginn stellen möchte. Und ich würde euch einladen, wenn ihr könnt, die Bibel vielleicht auch mitzulesen. Micha Kapitel 6, Vers 8, ein interessanter Bibeltext, den man viele bibelgläubige Christen sicherlich auswendig kennen. Da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das wäre ein ganz einfaches Rezept. Da bräuchte man also die gar nicht mehr vielleicht so die Einzelheiten in der Bibel kennen, wenn man einfach von dem ausgeht, dass man sagt, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ein großer Teil von Christen oder von Menschen gibt es, die vielleicht den zweiten Teil dieses Verses ernst nehmen, die sagen, Liebe üben, das ist ganz wichtig und das wird ja niemand leugnen können und jeder Mensch wird froh sein, wenn er jemanden lieben kann oder wenn er von jemandem geliebt wird. Meistens erwartet man lieber von anderen, dass man geliebt wird, als dass man selber Liebe spendet und dass man demütig sein soll vor seinem Gott. Ja, was heißt das? Gottes Wort halten, das ist das Erste, was hier steht. Und damit haben wir diesen Begriff Gottes Wort. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich gemeint, wenn wir sagen Gottes Wort? Und wir sind ja jetzt als Christen nicht die Einzigen, die von Wort Gottes sprechen. Jeder Moslem wird sagen, der Koran ist Wort Allahs. Und er ist der absoluten Überzeugung, dass alles, was da im Koran drinnen steht, wirklich direkt von Gott gekommen ist. Also wenn wir uns hier auch mit dem Thema in diesem Zusammenhang immer noch mit Inspiration beschäftigen, dann sind wir nicht die Einzigen, oder sind Christen nicht die Einzigen, die glauben, dass die Bibel von Gott gegeben worden ist und von Gott inspiriert worden ist. Der Urheber Gott ist. Das werden auch die Buddhisten von ihrer Bhagavad Gita sagen, die Hinduisten von ihren Veden sagen und in allen Religionen wird man sagen, das ist irgendwo ein Buch, das von Gott kommt und von Gott eingegeben und inspiriert ist. Wir haben ein Wort, das diesbezüglich auch in der Bibel steht, und zwar in 2. Timotheus wollen wir den Text aufschlagen. In 2. Timotheus 3, das ist ja dieser wichtigste Text in der Bibel, der von der Inspiration spricht, der auch diesen Gedanken beinhaltet. Und da lade ich euch ein, dass wir 2. Timotheus Kapitel 3, und zwar von Vers 14 weglesen. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt, der es wert, dass man einmal so näher betrachtet. Und da heißt es hier, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast. Also der erste Teil dieses Satzes, der ist sehr interessant. Da wird jeder, der das liest jetzt, der wird aufgerufen, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Ich habe viele Leute getroffen, als ich früher so unterwegs war, auch als Buchevangelist, dass man, wenn man über den Glauben zu sprechen gekommen ist, da haben dann immer wieder Leute gesagt, wissen was, ich lasse mich nicht bekehren, steht ja schon in der Bibel, man soll in dem bleiben, was man gelernt hat. Und ich bin von Kind auf eben in dem und dem Glauben gewesen, meine Eltern, meine Großeltern haben das schon so geglaubt, also ich werde das auch glauben und ich werde meinen Glauben nicht ändern. Ich habe dann immer gesagt, wissen Sie, ich habe nicht Interesse, jemanden den Glauben zu verändern oder den Glauben wegzunehmen. Aber
dieser Text, wenn er sagt, bleib in dem, was du gelernt hast, hat einen gewissen Zusammenhang. Und da steht hier, dass man in dem bleiben soll, von dem man auch weiß, von wem man gelernt hat. Das heißt, wir sollten auch schauen, wer hat uns denn den Glauben vermittelt. Und dann steht hier, der Apostel Paulus spricht hier weiter zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, dem schreibt er das, und der ist ja von Kind auch auf Christ gewesen. Also ist dieses Wort speziell einmal zunächst von einem christlichen Schreiber, also von einem christlichen Missionar, wie der Paulus es war, an einen christlichen Evangelisten gestellt worden, der von Kind auf, so wissen wir aus der Bibel, das Wort gekannt hat. Und da heißt es hier im Vers 15, und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Der Timotheus hat also von Kind auf eine heilige Schrift gekannt. Jetzt wenn man fragen würde, was hat er denn da für eine heilige Schrift gekannt, dann dürften wir uns das nicht so vorstellen, dass der schon die Bibel gehabt hat, so wie wir das heute haben. Also dieses Buch der Bibel, Altes und Neues Testament. Die heilige Schrift bestand damals, als der Paulus existiert hat, nur aus verschiedenen Schriften des Alten Testaments, und die gab es in einzelnen Rollen, so dass wir nicht einmal sicher sein können, ob der Timotheus alle Schriften, ob er im Besitz aller Schriften war, denn das war damals eine sehr kostbare Sache, das haben sich die wenigsten leisten können. Man hat diese Schriften oft nur in den Synagogen bekommen, und es war nicht einfach, dass da irgendjemand, ein einzelner Christ, alle Schriften haben konnte. Und trotzdem hat man von der Heiligen Schrift gesprochen, die diese Menschen von Kind auf gewusst haben. Jetzt, wie ist das möglich gewesen? Das kann man nur damit in Verbindung bringen, dass unter den Juden speziell es die Gewohnheit war, dass die Eltern ihren Kindern von Kind auf die Schriften nahegebracht haben. Es gibt diesen Text im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel, wo den Eltern aufgerufen worden sind, den Kindern das einzuschärfen. Wenn sie unterwegs sind, wenn sie sich niederlegen, wenn sie aufstehen, einfach den Kindern diese Schriften darzulegen, die sie selber zum Großteil auswendig gelernt haben. Also wir können sicher sein, dass ein großer Teil der Juden nie eine Schrift selber in der Hand gehabt hat. Aber sie wurden gelehrt von den Leviten, von den Propheten und so weiter, und so ist das eben weitergegangen. Und die haben aus diesen heiligen Schriften diese Botschaften weitergegeben. Und das wird auch hier bei Paulus gewesen sein. Wir können uns kaum vorstellen, dass der Paulus auf seinen Missionsreisen da einen ganzen Koffer mit alten Schriften des Alten Testaments mitgenommen hat. Also da tun wir uns heute leichter, wenn wir die Bibel bei uns haben, die stecken wir ein in eine Seitentasche und dann haben wir alles bei uns. Das war damals sicherlich nicht der Fall. Und trotzdem haben diese Aposteln, die mussten also den Großteil der Schriften wirklich auswendig gekannt haben und haben praktisch aus ihrem Wissen heraus die Schriften weitergegeben. Außer sie kamen in eine Synagoge, und das wissen wir auch bei Jesus, dass er in eine Synagoge kam und dann auf diese Schriften zurückgriff. Und dort konnte man natürlich diese Schriften lesen. Und dass da der Paulus ein Pharisäer war, ein Schriftgelehrter, bevor er sich bekehrt hat, war er natürlich mit diesen Schriften sehr vertraut. Jetzt wird der Apostel Paulus, macht jetzt hier also den Timotheus, ruft auf, dass diese Schrift, dass er bei dieser Schrift bleiben sollte und dass diese Schrift ihn in der Seligkeit unterweisen kann. Das ist schon ein sehr wichtiges Wort. Seligkeit bedeutet natürlich nicht nur ewiges Leben, einmal im Jenseits, in der himmlischen Welt, sondern Seligkeit betrifft ja auch das irdische Leben. Das heißt, der Mensch soll ja auch hier schon ein seliges Leben leben. Also die Bibel ist sicherlich auf beiden Seiten zu sehen. Sie soll den Menschen hier schon Glück, Freude und gewisse Seligkeit bringen, aber darüber hinaus wird sie den Menschen auch eine ewige Seligkeit vermitteln können. Und dann heißt es hier, warum es so wichtig ist, dass wir bei dieser Schrift bleiben. Es heißt, denn alle Schrift von Gott eingegeben
ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, wir haben hier einen wichtigen Text, der uns zeigt, der davon spricht, dass alle Schrift von Gott eingegeben worden ist. Und das ist ja heute unser Thema, auf das wir kommen werden und wo wir uns die Frage stellen werden, wie das eigentlich zu verstehen ist, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Ich habe diese Woche, während dieser vergangenen Woche, ein interessantes E-Mail bekommen von jemandem, der über diese Sendung auch gehört hat, das letzte Mal. Und er hat mir einen Brief geschrieben, eine E-Mail von einer Bibelrunde, die sie am Wochenende gehabt haben. Und da schreibt er: Wir hatten in unserer Bibelrunde ein Problem. Ich habe den Text von 2. Timotheus 3, Vers 16 vorgelesen, der in meiner Bibel lautet: Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre und so weiter. Hat er diesen Text vorgelesen. Worauf der Gesprächsleiter meinte, dass der Text ein Problem beinhalte und deswegen nicht korrekt übersetzt sei. Er meinte, der Text müsse heißen: Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. So steht er auch in mancher Übersetzung. Also es gibt Bibelübersetzungen, die nicht den Text so haben, denn alle Schrift von Gott eingegeben, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dann hat dieser Freund, der mir das Mail geschickt hat, er hat dann mir eine Bemerkung dazu geschrieben: Wenn das so ist, dann bekomme ich Probleme, zum Beispiel mit den Apokryphen, die ja in manchen Übersetzungen enthalten sind. Und dort sind ja ganz andere Botschaften drinnen, als wir sie üblicherweise in der Bibel haben. Und irgendwie hat dieser Freund natürlich schon recht, denn was heißt das? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wenn man das so stehen lassen würde, dann müssen wir sofort fragen, ja, welche Schrift? Wenn jetzt wirklich jemand eine Bibel hat, die auch die Apokryphen beinhaltet, dann würde er dazu angehalten sein, jetzt dieses ganze Buch mit den Inhalten der Apokryphen als Gottes Wort zu sehen. Und wir wissen, das ist aber ein Problem. Da hat es damals im 1. Jahrhundert, 2., 3. Jahrhundert, wo man angefangen hat, die biblischen Bücher zusammenzustellen und dann eben zu wissen, welches Buch gehört wirklich zu den heiligen Schriften, die von Gott eingegeben worden sind und welche nicht. Ja, da hat man damals schon dieses Problem gehabt, welche Schriften gehören jetzt wirklich dazu. Und da haben ja manche Leute unbedingt schon damals diese Apokryphenschriften aus dem Alten Testament, und inzwischen hatten sich auch Apokryphenschriften aus dem Neuen Testament zusammengestellt, und so waren manche schon der Meinung, man müsse auch diese Schriften hineinnehmen. Also da gibt es tatsächlich ein bestimmtes Problem, wie das gemeint ist: Alle Schriften sind von Gott eingegeben. Ich habe ihm zurückgeschrieben, zum Beispiel, ich lese das vor: Das stimmt einfach nicht, so war meine Antwort, und nicht einmal dann, wenn damit alle Bücher der Bibel gemeint sein sollten. Eine solche Vorstellung ist nicht mehr weit weg von Verbalinspiration, und das widerspricht jeder Logik und auch alledem, was wir auch intern in unseren Reihen von Ellen White wissen über Inspiration. Das heißt, was will ich damit sagen? Wenn ich sage, dass nicht einmal alle Bücher der Bibel so direkt von Gott eingegeben worden sind. Das ist jetzt vielleicht eine riskante Aussage, die ich mache, aber wir wollen das auch begründen. Denn es geht darum zu wissen, was ist wirklich Inspiration, was ist, wenn jemand sagt, das ist von Gott eingegeben, was ist dann wirklich gemeint und was kann damit nicht gemeint sein. Wenn ich euch so die Frage stellen würde: Wenn ihr diesen Text liest,
lest, alle Schrift von Gott eingegeben, woran denkt ihr dann? Ich habe diese Frage immer wieder in Bibelkreisen gestellt und auch in Gemeinden, wo ich gepredigt habe. Und es kamen eigentlich immer ähnliche Antworten, wo man sagt, naja, das heißt, die ganze Bibel, alles was in der Bibel steht, ist von Gott eingegeben. Dann kann man fragen, ja, und glaubst du, dass jedes Wort, das da drinnen steht, so direkt von Gott eingegeben worden ist? Manche Christen sind wirklich der Meinung, dass das tatsächlich so ist. Diesbezüglich habe ich da in diesem Buch von Dr. Pfandl eine interessante Darstellung. Der geht auch auf dieses Problem hier ein. Und zwar auf Seite 66 und 67, auf diesen beiden Seiten, da geht er etwas auf diese Problematik ein, wie zum Beispiel evangelikale Christen die Bibel betrachten, dass es hier Leute gibt unter Christen, die tatsächlich diese Vorstellung haben, dass jedes Wort, das in der Bibel geschrieben steht, dass es direkt von Gott eingegeben worden ist. Und er schreibt hier auf der Seite 67 im untersten Abschnitt unter der Überschrift Modelle der Bibelauslegung: Viele evangelikale Christen betrachten die Bibel als wörtlich inspiriert und demnach als unfehlbar und irrtumsfrei. Das ist tatsächlich eine Meinung, die sehr weit verbreitet ist unter konservativen Christen, würden wir sagen, auch, man hat ja auch heute auch mit so Art fundamentalistischen Christen zu tun, die absolute Überzeugung sind, und das schreibt auch hier Dr. Pfandl, dass die Bibel absolut unfehlbar und irrtumsfrei geschrieben steht. Da hat er ein Zitat von einem gewissen Elwell, der erklärt: Irrtumslosigkeit ist die, was versteht man darunter, ist die Sichtweise, dass dann, wenn alle Tatsachen bekannt sind, diese zeigen, dass die Bibel in ihren ursprünglichen Handschriften und bei richtiger Auslegung völlig wahr und niemals falsch ist. Und zwar in allem, was sie sagt, egal ob sich ihre Aussagen auf die Lehre, die Ethik oder die sozialen, physikalischen oder biologischen Wissenschaften beziehen. Also das geht so weit, dass man auch hier die Bibel dazu verwenden möchte, um auch hier alles, was in der Bibel an wissenschaftlichen Aussagen gemacht wird, dass es auch absolut der Wahrheit und der Realität entspricht. Und in allen Fragen, die da zusammengestellt sind. Normalerweise würden wir sagen, ja, das wird ja wohl so sein, oder? Und ich möchte heute und jetzt im Zusammenhang mit diesem Thema der Inspiration euch trotzdem zeigen, dass wir auch hier vorsichtig sein müssen, dass wir hier der Bibel nicht einen Anspruch abverlangen, die sie selbst gar nicht stellen möchte. Dr. Pfandl schreibt auf der nächsten Seite weiter, dass wir als Sieben-Tags-Adventisten, er sagt hier, eine hohe Meinung von der Schrift haben, haben sie nie die verbale Irrtumslosigkeit unterstützt. Das heißt, wir haben nie unterstützt, dass die Bibel eine Irrtumslosigkeit in verbaler Form hat. Das heißt, vollkommen irrtumslos, dass da kein Wort und kein Satz, nichts drinnen ist, was irgendwo nicht stimmen würde. Also hier wird dieser Standpunkt vertreten, dass wir das als Adventisten eigentlich nicht so sehen und viele andere Christen auch mit uns nicht so sehen, obwohl das früher sehr stark so betont worden ist, aber die wirkliche Forschung der Bibel hat doch gezeigt, dass wir hier relativieren müssen. Und wir werden heute Abend einige Beispiele uns anschauen, die zeigen, dass wir hier, was damit gemeint ist. Steinigt mich jetzt nicht, wenn ich hier von einer Nicht-Irrtumslosigkeit der Schrift rede, denn ihr werdet dann verstehen, was gemeint ist. Und ich gebe auch hier etwas wieder, was hier grundsätzlich auch in diesem Buch von Dr. Pfandl so einmal dargestellt wird.
In diesem Buch auf Seite 68 folgt dann auch gleich ein Zitat von Ellen White. Und da heißt es, die Bibel wurde von inspirierten Menschen geschrieben, aber es ist nicht die Art, wie Gott seine Gedanken ausdrückt, sondern wie es Menschen tun. Nicht Gott als Autor wird dargestellt. Menschen werden oft sagen, ein solcher Ausdruck sei nicht göttlich. Wenn man also in der Bibel irgendetwas liest, dann muss man fragen, ja, ist das ein göttlicher Ausdruck? Kommen so viele Dinge vor, wo man wahrscheinlich fragt, ja, hat das wirklich Gott so gesagt oder hat das Gott so, würde Gott das so niederschreiben? Ellen White sagt, nicht Gott als der Autor wird dargestellt. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Aussage, wenn sie sagt, nicht Gott ist der Autor, wir sind es ja normaler gewohnt, dass wir sagen, wer ist denn sonst der Autor der Bibel? Ihr merkt schon, Ellen White hat hier auch eine besondere Sicht gehabt und sie wollte hier keinen verkehrten Eindruck erwecken und das Wort Gottes so darstellen, wie es eben sich selbst auch offenbart. Es geht aber da weiter, der Satz, aber Gott hat sich in der Bibel nicht in Worten und Logik und Rhetorik einem Test unterziehen wollen. Die Autoren der Bibel waren Gottes Schreiber, nicht seine Feder. Halte dir doch die verschiedenen Schreiber vor Augen. Eine interessante Aufforderung, ja. Die Schreiber miteinander zu vergleichen, das haben wir auch schon das letzte Mal getan, wo wir gesehen haben, es gibt doch unterschiedliche Schreiber, die haben einen unterschiedlichen Stil. Wenn Gott der Autor wäre, müssten eigentlich alle Propheten und alle Aposteln, müssten alle Schreiber der Bibel irgendwo den gleichen Stil haben. Denn wenn das ein Autor ist, würde man erwarten, er müsste ja dann auch ein gleicher Schreibstil drinnen sein. Und das ist aber offensichtlich in der Bibel nicht der Fall. Wenn man es literarisch etwas untersucht, wird man draufgekommen, der Petrus hat einen eigenen Stil, der Paulus, der Jesaja, der Mose. Man kann, wenn man ein bisschen geübt ist in der Bibel, sehr deutlich fast schon irgendwo das Gefühl herausbekommen, wo, in welchem Buch man liest, wenn man sich dafür darauf spezialisiert. Das heißt, Gott hat also das dem Menschen überlassen, die Botschaften niederzuschreiben, die Gott auf irgendeine Weise gegeben hat. Wir werden das noch genauer anschauen, wo wir da Unterscheidungen machen müssen, wie die Schreiber oder was die Schreiber geschrieben haben. Dann werden wir gleich merken an praktischen Beispielen, wie wir das zu verstehen haben, was wir hier vielleicht selber als eine bestimmte Kritik an der Bibel anbringen. Aber es ist heute wichtig, dass wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigen, denn es gibt zu viele gelehrte Menschen, die die Bibel auch wissenschaftlich untersucht haben und haben gemerkt, es gibt hier sehr bemerkenswerte Zusammenhänge, auch manchmal, wir werden das heute sehen, auch widersprüchliche Aussagen oder scheinbar widersprüchliche Aussagen. Und es ist wichtig, dass wir uns auch darauf einstellen, dass wir sagen, ja, wie gehen wir mit den modernen Menschen um? Und ein großer Teil lehnt die Bibel deshalb ab, weil man vielleicht da oder dort irgendwelche kleinen Fehler findet oder Widersprüche findet, die für manche dann schon ein Grund sind, dass sie das ganze Buch wegwerfen. Und dem wollen wir stellen. Ellen White sagt auch dann weiter hier in diesem Text eine interessante Darstellung über Inspiration. Das ist ein Zitat aus dem Buch Ausgewählte Botschaften. Dort kann man da sehr vieles darüber finden. Nicht die Worte der Bibel sind inspiriert, sondern die Menschen. Das ist auch eine Unterscheidung, die zu machen ist. Ja? Nicht die einzelnen Worte sind inspiriert, sondern die Menschen. Warum man das so sagen kann, das werden wir dann auch sehen. Wenn das Menschen geschrieben hat, dann wird es dort auch irgendwo menschliche Fehler geben oder menschliche Schwachheiten auch in diesem Wort irgendwo zu finden sind, in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Die Inspiration, sagt hier der Text, bezieht sich nicht auf die Worte oder Ausdrücke des Menschen, sondern auf ihn selbst. Er ist es, der unter dem Einfluss des Heiligen Geistes mit Gedanken erfüllt wird, doch die Worte tragen den Stempel der jeweiligen Persönlichkeit. Ja? Der göttliche Geist hat sich mitgeteilt, der göttliche Geist und Wille verbinden sich mit dem Geist und Willen des Menschen. Auf diese Weise werden die Worte des Menschen zum Wort Gottes. Also da ist ein Versuch, das jetzt hier irgendwo zu erklären, wie man hier also etwas, was ursprünglich von Gott kommt,
in Menschenworten wiedergibt, damit rechnen muss, dass dann menschliche Schwächen in der Beschreibung der Botschaften sind, die da gekommen sind, und das Ganze aber unterm Strich trotzdem noch Gottes Wort ist. Ja, das ist vielleicht ein Spagat, auf dem man sich bewegt hier, ist auch ein Versuch, wie Ellen White versucht hat, hier einfach Inspiration zu definieren. Und trotzdem werden wir merken, wir werden auch hier noch tiefer schauen müssen, wie wir das zu verstehen haben. Wir haben in der Bibel, und wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an, einfach unterschiedlichste Texte. Und ich würde euch jetzt einladen, dass ihr das erste Buch der Könige aufschlagt. Wir schauen uns nur, ich habe drei Beispiele ausgewählt, die wir uns anschauen wollten und uns die Frage dabei stellen, wie stellen wir uns jetzt Inspiration vor, wenn wir zum Beispiel jetzt solche Texte lesen. Wenn man so allgemein von der Bibel spricht, von Gott eingegeben, dann würde man, wie schon vorhin gesagt, meinen, das ist alles so direkt von Gott gegeben. Die ganzen Gedanken, die der Menschen niedergeschrieben hat, hat ihn dann Gott so direkt übernatürlich eingegeben. War es so? Das ist die Frage. Wir haben in der Bibel verschiedenste Bücher, Geschichtsbücher, Dichtungen, dann Evangelienberichte, die geschrieben worden sind, die einfach das Leben Jesu beschreiben zum Beispiel. Und bleiben wir mal im Alten Testament, da schlagt einmal das erste Buch der Könige auf. Und da lesen wir im ersten Buch Könige das erste Kapitel. Und gleich hier im ersten Kapitel von 1 bis zum Vers 4. Seid jetzt nicht erstaunt, was wir da lesen. Möglicherweise haben die meisten von euch drüber gelesen oder das noch gar nicht so richtig bewusst einmal gelesen. Aber ich hoffe, es ist nicht ganz unbekannt. Da steht jetzt hier, als aber der König David alt war und hochbetagt, konnte er nicht warm werden, wenn man ihn auch mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seine Großen zu ihm, man suche unserem Herrn, dem König, eine Jungfrau, die vor dem König stehe und ihm umsorge und in seinen Armen schlafe und unseren Herrn, den König, wärme. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels und fanden Abisaig von Sunam und brachten sie dem König. Und sie war ein sehr schönes Mädchen und umsorgte den König und diente ihm. Aber der König erkannte sie nicht. Das heißt, der König hat mit diesem Mädchen nie eine körperliche Berührung in dem Sinn gehabt, wie wir es jetzt vielleicht vermuten würden, ja, aus unserer heutigen Zeit. Aber grundsätzlich, wenn ihr diesen Text lest, wird man sich fragen, wenn wir jetzt von Inspiration sprechen und wir sagen, alle Schrift von Gott eingegeben, ist das jetzt, was hier geschrieben steht, auch von Gott direkt irgendwo eingegeben worden? Man müsste jetzt fragen, wer hat es überhaupt geschrieben? Wir wissen nicht, wer das geschrieben hat. Ja? Wir können vermuten, manche vermuten, dass es Esra war, der Priester in der babylonischen Gefangenschaft irgendwann. Andere meinen, na, es muss ein Schreiber gewesen sein, der zur Zeit Davids gelebt hat und diese Geschichten schon geschrieben hat. Wahrscheinlich wird es auch so sein, dass es der Salomo gewesen sein könnte. Salomo hat ja selber auch Bücher geschrieben. Also im Buch Salomo können wir sicher sein, dass es der Salomo ist. Bei den Königen werden wir vermuten, ja, es gibt keine sichere Darstellung dafür. Aber wenn wir diesen Text lesen, ja, was hat sich dieser Schreiber, der das niedergeschrieben hat, gedacht? Wir werden wahrscheinlich nicht vermuten, dass der jetzt eine besondere Eingebung von Heiligen Geist gehabt hat, dass er diese Geschichte niedergeschrieben hat. Vielleicht, und offensichtlich ist diese Geschichte möglicherweise erst geschrieben worden, als David gar nicht mehr gelebt hat, denn alles, was wir in dem Buch Königen finden, sind ja dann Geschichten, die etwa 400 Jahre Zeit umschreiben, wo also die ganze Königs- und Prophetengeschichte irgendwo zusammengefasst ist und dass man nach und nach irgendwo geschrieben hat. Also möglich, dass der König David von dem, was hier jemand über ihn geschrieben hat, gar nicht gewusst hat und dass er das vielleicht selber gar nicht wollte, dass vielleicht das aufgeschrieben wird. Ein Detail,
wie gesagt, wir haben viele wahrscheinlich die Bibel schon gelesen haben und auf dieses Detail noch gar nicht gedacht haben. Und es wird ihnen wahrscheinlich nicht abgegangen sein, wenn sie das noch nicht gelesen haben. Ja? Und so ähnliche Geschichten finden wir da drinnen, wo man jetzt nicht unbedingt, ja, ist die Frage, wie geht man damit um? Hat jetzt Gott hier einen Schreiber so direkt durch eine Vision oder durch eine innere Botschaft eingegeben, dass er das hier auf diese Art und Weise niederschreibt? Grundsätzlich sagen wir mal, wenn das eine Geschichte, die über einen König geschrieben worden ist, wahrscheinlich hat es damals vielleicht sogar mehrere Leute gegeben, die Geschichten über die Könige geschrieben hat. Vieles haben wir nicht mehr, dass sich da irgendjemand auch dieses Buch, also seine Geschichte irgendwo geschrieben haben könnte. Wenn das ein persischer König ist oder ein ägyptischer König, haben sicher manche Schreiber auch von ihren Königen so etwas geschrieben. Also, wie verstehen wir hier Inspiration von Gott eingegeben? Und dann steht noch dabei, ist Nütze zur Lehre, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir werden uns die Frage dann stellen, wie auch solche Geschichten den Menschen etwas lehren können. Ja, es geht ja darum, dass wir aus allem, was in der Bibel steht, da wird sicher nichts drinnen stehen, auch wenn wir es meinen, das wäre überflüssig, da wären ja andere Sachen vielleicht interessanter, die zu schreiben wären. Aber wir werden trotzdem dann drauf kommen und uns Gedanken machen, und da sollte man sich immer wieder Gedanken machen, was lerne ich aus der oder der Geschichte, auch wenn ich das Gefühl habe, das ist eigentlich eine Nebensächlichkeit. Es kommt nur darauf an, wie viel Zeit wir uns dazu verwenden, um auch über diese Geschichten nachzudenken. Oder eine andere Geschichte in 1. Könige Kapitel 11. Ich nehme das jetzt auch bewusst, diese Geschichte, weil das ja auch ein Beispiel ist, dass viele bibelkritische Menschen herausnehmen und sagen, na schau dir die Bibel an, was da für Geschichten drinnen stehen. Nicht? Man könnte jetzt also sehr viele solcher Geschichten irgendwo aus der Bibel lesen und fragen, ja, wie ist hier Inspiration zu verstehen? Wie ist das zu verstehen, dass Gott hier das so eingegeben hat? Über den König Salomo, nicht? Das war ja der Sohn von König David. Und bekannt ist ja von König Salomo, dass er sehr viele Frauen hatte. Ja? In 1. Könige Kapitel 11, da lesen wir, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also das ist eine interessante Darstellung. Da muss man auch fragen, hat Gott jetzt hier einen Menschen, einen Schreiber, der das niedergeschrieben hat, eingegeben, dass er das niederschreibt? Möglicherweise tun wir uns da jetzt schon leichter, dass Gott hier wollte, dass diese Geschichte da drinnen steht, aber grundsätzlich könnte man sagen, von jedem anderen König der damaligen Zeit haben irgendwelche anderen Schreiber wahrscheinlich Ähnliches geschrieben über ihr Leben und wie das auch hier der Fall ist. Wir haben es in der Bibel drinnen. Wir wissen, und das ist auch gleichzeitig ein Hinweis, dass wir merken, die Bibel ist eigentlich zum Großteil ein Geschichtsbuch, das auch irgendein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit schreiben hätte können, auch wenn er gar nicht an Gott glaubt. Ja, hätte er solche Geschichten schreiben können. Aber wir können sicher sein, die Leute, die diese Geschichten waren, waren Israeliten und die waren gläubige Menschen und die hatten Interesse, dass ihre Geschichte aufgeschrieben wird. Und da glaube ich schon, dass hier der Geist Gottes tätig war, um auch hier Geschichten darzustellen, die letztendlich eine Lehre für die ganze Menschheit sein sollten, für spätere Zeiten. Und wir merken schon, normalerweise reden wir nur über die vielen Frauen des Salomo
Und dann wird oft noch gesagt, ja, und der Herrgott hat das alles zugelassen, nicht? Der liebe Gott, damals, das war ganz und gäbe, und heute ist das eine große Sünde, wenn da jemand mehr Frauen hat. Ja, wie kann man das überhaupt noch unter einen Hut bekommen? Wir wissen, im Islam ist ja das heute noch so, nicht? Mohammed hat ja auch sehr viele Frauen gehabt, das war aber allerdings schon sehr in nachchristlicher Zeit. Und er hat sich offensichtlich auf diese alttestamentlichen Schriften berufen und hat gemerkt, da drinnen war das so, dass damals eben mehrere Frauen genommen worden sind, und da war das auch letztendlich eine Begründung, warum man das dort übernommen hat. Natürlich gab es auch andere Gründe, kulturelle Gründe, soziale Gründe. Ich habe selber vor kurzem mit Moslem gesprochen, die haben uns richtig vorgeworfen, sogar in einem Gespräch in einer Moschee, wo wir waren, mit Moslem zusammen, die haben uns Christen vorgeworfen, dass es eigentlich unbiblisch ist, wenn wir die Polygamie ablehnen und nur die Ein-Ehe proklamieren. Das wäre nicht richtig, denn Mohammed zum Beispiel hat damals in einem Land gelebt, wo viele Männer in den Krieg gezogen sind, bei diesen Kriegszügen. Viele Männer sind umgekommen, die Frauen waren alleine da mit ihren Kindern. Und so hat er aus diesem Grund heraus erlaubt, dass diese Menschen, diese Männer mehrere Frauen nehmen, weil es weniger Männer gegeben hat als Frauen. Und aus dieser Situation heraus waren diese Frauen dann eben versorgt mit ihren Kindern, und das sei durchaus ein Akt des göttlichen Willens gewesen. Also so kann man das interpretieren, mag auch sicherlich historisch etwas daran sein, aber wir wissen, das war sicher nicht der ursprüngliche Plan, den Gott mit den Menschen hatte. Und wir merken auch, hier in diesem Text steht ganz deutlich, dass Salomo das zu einem Zeitpunkt getan hat, dass er sich mit solchen fremden Frauen verbunden hat, wo er eigentlich schon mehr und mehr von Gott weggegangen ist und durch diese Zusammenhänge er noch weiter von Gott weggekommen ist. Und wir lesen aber interessanterweise nirgends, dass Gott Samuel so ganz besonders irgendwo konkret gemaßregelt hat für dieses Leben, das er hier geführt hat. Und das erstaunt uns vielleicht. Wir würden erwarten, dass Gott hier gleich sofort irgendwie Maßnahmen ergreifen hätte müssen, den Salomo verwerfen müssen, und das hat er nicht getan. Aber wenn wir die Geschichte der Bibel weiter studieren und die Geschichte von Salomo weiterlesen und der Könige Israels, dann werden wir darauf kommen, dass diese Art der Lebensführung, die ja gegen das Gesetz Gottes gegangen ist, nicht unbedingt dem Willen Gottes entsprochen hat und dass es keinen Segen für das ganze Volk Israel und für die Könige Israels gebracht hat. Also aus der Geschichte können wir lernen, dass das nicht unbedingt der Weg war, aber Gott wollte die Menschen, dass die Menschen auch durch ihre Fehler, die sie gemacht haben, indem sie das Gesetz Gottes übertreten haben, dass sie selber die negativen Folgen erleben und dann drauf kommen, dass es besser wäre, sie tun es nicht. In diesem Zusammenhang merken wir, da hat Gott offensichtlich schon etwas vermittelt und solche Geschichten niederschreiben lassen, damit sie zur Lehre geschrieben werden für die spätere Zeit. Nun, einen weiteren Text, der auch noch mit diesem Thema zusammenhängt, und das zeigt schon, wie sich innerhalb in der Geschichte Israels diese Vorstellung geändert hat. Und da haben wir diese Geschichte von Nehemia. Und da sind wir jetzt ungefähr einige Jahrhundert weiter, also 400-500 Jahre nach Salomo. Und da kam ja die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Aufgrund dieses gottlosen Lebens der Israeliten hat sich Israel mehr und mehr mit diesen umliegenden Heiden noch verbunden, hat auch diese religiösen Kulturen aufgenommen, hat religiöse Verehrungen aufgenommen, haben falsche Götter verehrt und so weiter, und so kam immer mehr und mehr Unheil über Israel, und Israel hat eigentlich den Weg, den Gott mit ihnen gehen wollte, mehr und mehr verlassen, und das ist nicht nur ihnen zum Fluch geworden und nicht zum Segen, sondern auch den umliegenden Völkern. Und dann kam es zu dieser großen babylonischen Katastrophe in die Gefangenschaft. 70 Jahre sind sie da in diese Gefangenschaft gekommen. Das sollte ihnen eine Lehre sein. Aber Gott hat gesagt, er will dieses Volk wieder zurückführen. Er will wieder neu beginnen.
Und er hat immer wieder Propheten gesandt, um diese Menschen zur Umkehr zu rufen. Und ich denke, Gott hat sehr viel, viel Mühe gehabt mit diesen Menschen schon damals, wie auch heute, weil eben auch selbst im christlichen Abendland, wo die Bibel die Grundlage für unser Glaubensleben ist und die Grundlage für unsere Kultur eigentlich sein sollte, auch heute nicht mehr viel von dieser biblischen Gesetzgebung und von dieser biblischen Botschaft und von den biblischen Ratschlägen übrig geblieben ist. Nach den 70 Jahren, ja, haben wir diese Geschichte von Nehemia und haben wir auch einen Text, ist zum Großteil nur Geschichte. Und wenn wir das Alte Testament lesen, werden wir merken, ein Großteil eigentlich nur Geschichte von allen möglichen Erfahrungen, von Dummheiten des Volkes, von Dummheiten der Könige, von Verirrungen, von Kriegen, von Zerstörung, als alles Dinge, die eigentlich zeigen, wohin es geführt hat, als Menschen angefangen haben, von Gott wegzugehen. Schlagt auf in Nehemia Kapitel 13. Nehemia Kapitel 13. Und hier im Vers 23, von 23, da kommt der Nehemia mit, zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Vor ihm war schon der Priester Esra da. Das Volk ist schon über 70 Jahre wieder zurück aus der Gefangenschaft und hat wieder eine neue Heimat bekommen, hat einen neuen Tempel gebaut, das Volk ist wieder im Gesetz gelehrt worden, aber nach kurzer Zeit kam es wieder zu einem Abfall. Und als Nehemia dann nach einigen Jahren wieder zurückkam nach Jerusalem, da steht hier, zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Asdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Asdodisch und in der Sprache eines der anderen Völker, aber jüdisch konnten sie nicht. Was macht der Nehemia jetzt, als er merkt, dass diese Leute fremde Frauen genommen hat und zum Teil auch mehrere Frauen? Da steht, und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott und die Treue brecht, damit dass ihr euch ausländische Frauen nehmt. Also eine Wiederholung der Fehler, die sie vorher gemacht haben. Wenn man da die Geschichte weiterliest, dann merkt man, da haben einige sogar Priester zwei Frauen gehabt. Die hat er dann auch verlangt, dass sie weggeschickt werden. Alles da steht in der Bibel. Und jetzt muss man fragen, wie ist hier Inspiration zu verstehen? Inspiration war insofern, der Nehemia hat jetzt hier nirgends, lesen wir in der Bibel, einen speziellen Auftrag von Gott bekommen, das vielleicht niederzuschreiben, was er hier geschrieben hat. Aber doch war er innerlich von dieser Geschichte so beeindruckt und weil er auch ein gläubiger Mensch war, wirkte hier irgendwo sicherlich der Heilige Geist in der Form, dass er sagt, das schreibe ich nieder. Das soll auch erhalten bleiben und das soll auch zur Erfahrung für spätere Zeiten erhalten bleiben, dass wir aus unserer eigenen Geschichte lernen. Und das ist der Sinn, den die Bibel eigentlich hat. Nütze zur Lehre, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen wird. Also ein bemerkenswertes Ziel aus einer reinen Betrachtung der Geschichte. Aber niemand von uns wird jetzt sagen, dass der Nehemia hier was niedergeschrieben hat, was ihn Gott so direkt eingegeben hat, in Worten, in Gedanken, sondern er hat hier einfach unter dem Eindruck, er sollte das niederschreiben, weil das auch im Sinne Gottes sein kann, er hat sich hingesetzt und hat diese Geschichte geschrieben. Also keine Verbalinspiration oder keine Wort-für-Wort-Diktat, das wir hier vermuten könnten. Ja? Wenn wir ins Neue Testament stehen oder hineingehen, dann haben wir da auch einen interessanten Text, den wir lesen.
der darauf hinweist, dass in der Bibel eben, wie das ja die meisten Menschen erleben, viele Dinge stehen oder manche Dinge stehen, die sehr schwer zu verstehen sind. Und vielleicht waren das jetzt schon einige Dinge, die wir da gelesen haben, die wir sehr schwer verstehen. Wie soll man das einordnen? Wie soll man damit umgehen? Viele Christen werden dann allein an solchen Texten, die wir jetzt hier gelesen haben, völlig irre. Und meinen, also so ein Buch kann man gestohlen bleiben, nicht? Und fangen dann nichts an, weil sie den tieferen Sinn dahinter nicht verstehen, was damit gemeint ist. Der Apostel Petrus, da gibt es ein Wort in seinem Brief, in seinem zweiten Brief, der hat auch davon Bescheid gewusst, dass in der Bibel manches drinnen ist, was schwer zu verstehen ist. Und damit hat er besonders den Apostel Paulus gemeint. Schlagt auf, 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus 3. Da ist ein Kapitel, wo der Apostel Petrus von der Endzeit spricht, wo er die Zukunft der Weltgeschichte voraussagt. Wo im Kapitel 3 zum Beispiel ist davon die Rede, dass Spötter geben wird in der letzten Zeit. Wenn ihr das hier im Vers 9 lest, da steht hier, oder Entschuldigung, im Vers 3, Kapitel 2. Petrus 3, Vers 3, so wisset aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, des Spottes voll, die nach ihrem eigenen Gelüste wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens, denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass ein Himmel vor Zeiten war, dazu auch eine Erde aus Wasser und dem Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war damals die Welt durch eine Sintflut zerstört. Und das sind alle Dinge, wir werden es dann kurz noch auf diese Dinge eingehen, das ist auch ein Bereich, der zeigt, dass hier die Bibel nicht ernst genommen wird. Und der Apostel Petrus hat hier schon voraus angekündigt, dass eine Zeit kommen wird, und er spricht hier von der Endzeit, wo viele Menschen genau das, was in der Bibel steht, nicht glauben werden und dass sie darüber einen Spott haben werden. Und ich glaube, jeder, der mit der Bibel vertraut ist und der ein Christ ist und der mit der Bibel die Bibel liebt, der wird merken, wie viel in unserer christlichen Welt über die Bibel gespottet wird und wie viel man nicht mehr glaubt, was da drinnen steht. Aber oft deshalb, weil die Menschen keine Möglichkeit hatten, die Bibel vernünftig kennenzulernen und auch in den Problemen, die sie mit der Bibel haben, keine Hilfe bekommen haben, dass man ihnen geholfen hat, diese Probleme auch zu lösen in der Bibel. Und dass eben manches sehr schwer zu verstehen ist. Und da sagt hier der Petrus im Vers 14, in Erwartung auf das Kommen, denn hier ist ja auch von der Wiederkunft Jesu die Rede, die kommen würde, wo die Menschen dann auch nicht glauben würden, dass er kommen wird. Und da sagt der Apostel Petrus hier im Vers 14, darum, meine Lieben, weil ihr darauf wartet, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm, vor Gott, unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn, dass er eben noch sich verzögert, dass sein Kommen, Jesus hat ja gesagt, er würde bald kommen und jetzt ist er immer noch nicht da, nicht? Und da sagt der Petrus, da werden viele Menschen deshalb allein schon, weil sie nicht... weil das schon so lange dauert und die Christen schon 2000 Jahre lang darüber predigen, dass Jesus wiederkommen wird, und er kam immer noch nicht. Und da sagt der Petrus damals schon, weil die Leute damals schon gewartet haben, ja, wann kommt er denn? Er hat ja gesagt, er kommt bald, und jetzt ist immer noch nicht da. Und jetzt sagt er hier, die Geduld unseres Herrn achtet für eure Rettung. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Ungefestigten verdrehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, zu ihrer eigenen Verdammnis. Und das ist eine interessante Aussage, dass hier ein inspirierter Schreiber, der von Gott inspiriert ist, wie wir das so üblicherweise meinen und verstehen, ja, von einem anderen inspirierten Schreiber, wie es Paulus war, sagt, bei dem da sind einige Dinge, die sind ganz schwer zu verstehen. Die kann man also missdeuten, und manche tun es dann auch, zu ihrer eigenen Verdammnis. Jetzt müssten wir uns ja eigentlich die Frage stellen, wie ist es möglich,
dass wenn Gott der Autor dieses Buches ist, kann er denn nicht so schreiben, dass die Leute das alles verstehen? Oder kann er das den Leuten, die das geschrieben haben, nicht solche Worte eingeben und ihnen solche Gedanken eingeben, dass sie so niederschreiben, dass das jedes kleine Kind gut verstehen kann, auch wenn es höchste Theologie ist? Offensichtlich würden wir uns das, absolut so wünschen, aber offensichtlich war es nicht so. Und das meine ich auch, dass das ein Hinweis dafür sein könnte, dass wir vielleicht Inspiration, was wir unter Inspiration der Bibel zu verstehen haben, vielleicht doch etwas korrigieren müssen. Denn wie sollen wir das sonst verstehen, dass ein inspirierter Schreiber den anderen fast schwer versteht und Angst hat, dass ihn andere sogar missverstehen und das Ganze völlig missdeuten. Das zeigt einfach, dass hier tatsächlich jeder Schreiber nicht vergewaltigt worden ist von Gottes Geist, dass ihm da einfach Worte eingegeben worden sind und er gar nicht mehr anders können, als nur mehr niederzuschreiben. Und ich möchte da auf eine Aussage euch aufmerksam machen in diesem Buch von Dr. Pfandl, wo da ein Satz drinnen steht, den ich da auch in diesem Zusammenhang etwas in Frage stellen, ob wir das so verstehen können, und zwar auf der Seite 66 zunächst einmal. Da wird ein Text aus dem ersten Petrusbrief zitiert, aus 1. Petrus Kapitel 1, Vers 21. Den könnt ihr dort nachlesen, in diesem Buch ist er jetzt hier zitiert. Da wird von Apostel Petrus gesagt, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das ist der Petrus, der das hier sagt, in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 21. Dass er sagt, keine Weissagung ist also durch den menschlichen Willen, durch eigenes Denken, durch eigene Vorstellungen, dass der Mensch aus sich heraus eine Weissagung gesprochen hat. Jetzt muss man natürlich fragen, was ist eine Weissagung? Ja? Der Zusammenhang, in dem Petrus das hier schreibt, kann nur meinen, dass es sich hier wirklich um buchstäbliche Weissagungen handelt, die direkt von Gott, dem Propheten, eingegeben worden sind. Und das war nicht aus eigenem Willen und aus eigenem Verstehen heraus niedergeschrieben worden. Da wurden die Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Dr. Pfandl geht hier weiter in der Beschreibung und sagt, das Wort getrieben, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort Phero, wird auch in Apostelgeschichte 2,2 für das Brausen von einem gewaltigen Wind benutzt, wo der Heilige Geist über die Jünger ausgegossen worden ist. Und da heißt es, da geschah ein Brausen. Und das war ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der auf die Gläubigen zu Pfingsten herabkam. Apostelgeschichte 27,15 bezieht sich auf ein Schiff, das vom Wind fortgerissen wurde. Ja? Auch dort kommt dieses Wort vor, das hier verwendet worden ist, getrieben. Ja? Und dort ist ein Schiff, das getrieben wird vom Wind, was den Seeleuten unmöglich machte, das Schiff zu lenken oder zu beherrschen. Das heißt, dieses Wort wird hier verwendet, dieses Wort Phero, für ein Schiff, das auf einer See vom Wind getrieben wird und dann praktisch nicht mehr steuerbar wird. Daraus schlussfolgert jetzt Dr. Pfandl, auf diese Weise legt die Benutzung des Wortes Phero in 2. Petrus 1, 21 nahe, dass die biblischen Schreiber vom Geist mitgerissen worden sind. Wie ein Schiff durch den Wind mitgerissen wird, sie standen unter seiner Herrschaft. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt hier wirklich gemeint? Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schreiber, und das würde auch dem widersprechen, was wir jetzt bisher gesagt haben, dass die Schreiber, währenddem sie diese Geschichten geschrieben haben, einfach vom Heiligen Geist mitgerissen wurden, in dem Sinn, dass sie nur mehr das geschrieben haben, was ihnen der Heilige Geist direkt eingegeben hat. Also ich meine, dass wir so dieses Wort hier nicht verstehen dürfen, sonst müssten wir ein großes Fragezeichen machen über manches, was wir dann in der Schrift finden und vor allem, was der Petrus von Paulus sagt, dass dort schwere Dinge zu verstehen sind. Wir können aber wohl sagen, als Gott die Menschen durch seinen Geist in Visionen etwas schauen hat lassen, da wurden sie vom Geist mitgerissen.
und das wissen wir bei Propheten, wenn sie in Johannes zum Beispiel, wenn er in den Himmel geschaut hat, da hat er sich nicht dagegen wehren können, praktisch, er ist einfach erfasst worden vom Heiligen Geist und hat diese Visionen geschaut. Aber der Heilige Geist hat ihn dann nicht gezwungen, das niederzuschreiben. Johannes hätte auch sagen können, ich schreibe es nicht. Als Gott ihm auf Patmos gesagt hat, schreibe das nieder und schicke es zu den sieben Gemeinden, hätte Johannes durchaus die Möglichkeit gehabt zu sagen, das schreibe ich nicht. Und Johannes ist dann aus dieser Vision herausgekommen, wie alle Propheten die Visionen gehabt haben. Und dann war es an ihnen, diese Botschaften jetzt mit ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Gedanken, die sie gehabt haben, niederzuschreiben. Und da ist dann eben auch der Stil des Niederschreibens sehr unterschiedlich geworden. Nun, vielleicht ein paar Beispiele von Texten, die vielleicht schwer zu verstehen sind, von denen der Paulus jetzt hier, oder der Petrus von Paulus schreibt. Texte, die bis heute sicherlich noch ein Problem sind und manchmal große Streitigkeiten im Christentum da sind über solche Aussagen. Ich nehme jetzt ein paar so plakative Sachen heraus. Schlag da mal auf 1. Korinther 14, Vers 34. Ja? Da steht hier, 1. Korinther 14, 34, wie in allen Gemeinden der Heiligen, lasset die Frauen schweigen in der Gemeinde. Also steht nicht, lasset die Frauen grundsätzlich schweigen, sondern lasset die Frauen schweigen in der Gemeinde. Denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn da jetzt Frauen zuhören, die in der Gemeinde sind und dort auch immer wieder Lehraufgaben haben. Und irgendwo wissen wir, dass heute in den Kirchen überall eigentlich diese Frage diskutiert wird, sollen Frauen reden, sollen Frauen verantwortliche Aufgaben haben, sollen sie die Gemeinde lehren können, die Kirche in der Kirche lehren können. Wir wissen die großen Diskussionen, die darüber laufen. Ja. Da hat uns Paulus hier ein Wort gegeben, wo wir sagen müssen, wie hat er das gemeint? Ich möchte jetzt nicht auf den tieferen Sinn eingehen, wir werden das in einem späteren Zeitpunkt nochmal machen, werden wir auf diese Beispiele hinkommen, wie das wohl zu verstehen sein. Aber das wäre so eine Stelle, ich nehme sie nur als Beispiel, die offensichtlich schwer zu verstehen sind. Wie kann der Paulus den Menschen, den Frauen damals in der Gemeinde so quasi das Reden untersagen? Ja, sie sollen schweigen. Es geht ja dann weiter. Wollen sie aber etwas lernen, Vers 35, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau übel an, in der Gemeinde zu reden. Also wir wissen, wie viele Diskussionen über solche Texte gegeben werden und die Diskussionen sind heute nicht vom Tisch. Da sind da unterschiedliche Meinungen, die einen dafür, die anderen gegen. Und da muss man eben fragen, ja, wie ist das gemeint? Ja, ein schwieriges Wort. Oder? Ja, und der Petrus sagt ja von dem, das sind Texte, die Menschen auslegen können zu ihrer eigenen Verdammnis. Das heißt, dass man hier zu solchen Streitereien kommen könnte und zu so einer Missstimmung und unterschiedlichen Positionen, zu einer Polarisation in den Gemeinden, dass damit irgendwo der Mensch riskiert, seinen Glauben zu verlieren oder seine rechte Beziehung zum Mitmenschen zu verlieren und dadurch irgendwo auch riskiert, sein ewiges Leben zu verlieren, wegen einem schwer verständlichen Bibelstext. Ja? Das ist das, was der Petrus hier vielleicht wohl gemeint haben mag. Schlagen wir auf in Matthäus 16, einen anderen Text. Matthäus 16, Vers 19. Auch ein Bibeltext, der eigentlich schwer verständlich ist und zu großen Problemen in der Kirchengeschichte und bis heute geführt hat. Da heißt es hier, ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Ein Text, den wir alle gut kennen, der besonders im Zusammenhang mit dem Papsttum eine Schlüsselstelle ist, der Petrus mit der Schlüsselgewalt, und wir sind ja gerade
wieder dabei, nicht? Eher einen Konflikt in der Kirche zu sehen. Und immer wieder kommen so Phasen, wo der Papst in den Vordergrund kommt und wo man weiß, ja, eigentlich hat hier der Mann die oberste Autorität über die christliche Kirche. Und diese Autorität wird von diesem Text abgeleitet, wo man meint, Jesus habe diesen Mann hier, diesen Bischof von Rom damals, die Schlüssel übergeben, die Schlüsselgewalt, um letztendlich eine Autorität zu haben, die eigentlich nur Gott innehaben kann. Ja? Nur Gott kann letztendlich bestimmen, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird, wer einmal selig wird und wer nicht selig wird. Und wir wissen, dass gerade im Zusammenhang mit diesen Seligsprechungen und Heiligsprechungen, wie es in der christlichen Kirche immer wieder der Fall ist, immer wieder Diskussionen aufkommen in der eigenen Kirche, dass da Widerstand kommt und dass da Fragen aufkommen, ja, ist das überhaupt richtig, dass das gemacht wird. Offensichtlich ist hier ein Bibeltext verwendet worden, der schwer zu verstehen war und den man hier irgendwo dann so ausgelegt hat und daraus eine zu einer falschen Schlussfolgerung gekommen ist und hier letztendlich absolute Gewalt ausgeübt hat, absolute Autorität ausgeübt hat. Und das hat zum Beispiel durch Jahrhunderte hindurch selbst zu gewaltigen christlichen, zu Verfolgungen von unschuldigen Christen geführt, die ein Opfer dessen geworden sind, dass hier ein Bibeltext missgedeutet worden ist, missverstanden worden ist. Das ist das, was offensichtlich Petrus gemeint hat. Nicht nur beim Paulus stehen solche Dinge, sondern auch bei anderen, in anderen Schriften. Und da gibt es Leute, die das auslegen zu ihrer eigenen Verdammnis. Und ich glaube, dazu ist die Bibel ja sicher nicht geschrieben, dass die Menschen durch einen falschen Umgang mit der Bibel letztendlich anderen Menschen Schaden zufügen, furchtbare Schuld auf sich laden und letztendlich verloren gehen könnten. Die Bibel sollte den Menschen zum Heil dienen. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir auch uns mit solchen Problemstellen beschäftigen. Und viele Christen, die begeistert sind von der Bibel, sind oft nicht in der Lage, auf solche Problemstellen Antworten zu geben und Erklärungen zu geben. Wir werden das heute nicht machen, aber es soll nur als Beispiel dienen. Wir werden im Laufe unserer Bibelstudien auf solche Texte zurückkommen und werden uns da zeigen, wie man diese Texte, wenn man die Bibel als Ganzes versteht und im Gesamten als von Gott inspiriert sehen, dass man nur dann sicher sein kann, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Gut. Vielleicht ein paar Gedanken noch, was mehr den wissenschaftlichen Bereich heute betrifft, denn das ist eine Auseinandersetzung, in der wir heute auch stehen. Wir sind in diesem Jahr, gerade in einem Jahr, wenn ihr ins Internet hineinschaut, ihr habt ja sicher schon gehört, dass dieses Jahr 2009 das Jahr Darwins ist. Das heißt, hier gedenkt man an den Geburtstag von Darwin, der im Jahre 1809 geboren wurde und er wäre heute 200 Jahre alt. Und vor etwa 150 Jahren, das ist gleichzeitig auch ein Geburtstag, kann man sagen, vor etwa 150 Jahren hat er damals ein Buch über den Ursprung der Arten so richtig publik gemacht, geschrieben hat das schon vorher, aber so um diese Zeit etwa vor 150 Jahren, man gedenkt auch heuer an diesem Jahr, an diesen Mann, der diese ganze Evolutionstheorie in diese Welt gesetzt hat. Vor ihm natürlich schon manche andere, die angefangen haben, aber Darwin hat den Durchbruch gebracht. Und ich kann euch nur den Tipp geben, schaut da mal ins Internet unter Jahr Darwin hinein. Und da werdet ihr viele Informationen finden. Man sollte besonders in diesem Jahr, sollten viele Veranstaltungen durchgeführt werden, von wissenschaftlicher Seite her, um erst recht wieder diesen Gedanken der Evolutionstheorie zu stützen. Natürlich schlafen Christen nicht und jetzt haben sich auch christliche Gruppen gebildet und Kirchen gebildet und Gläubige sehen da drinnen einen Anlass, dass wir in diesem Jahr auch auf das aufmerksam machen,
was die Bibel über den Ursprung der Weltgeschichte und des Ursprungs des Lebens darstellt. Und gerade in diesem Bereich stehen wir auch in einer gewaltigen Auseinandersetzung mit der Bibel. Und wir wissen, dass eigentlich die Evolutionstheorie den größten Widerstand gegen die Bibel gebracht hat und den hauptsächlichen Grund für eine moderne Bibelkritik gebracht hat. Deshalb ist auch die Frage angebracht, warum haben heute moderne Menschen, wissenschaftlich denkende Menschen und unsere jungen Leute, die werden heute auf den Schulen ausgebildet und lernen auf den Schulen alles Mögliche an wissenschaftlichen Konzepten und da wird ihnen alles Mögliche vermittelt. Und wenn da Kinder sind, die aus gläubigen Familien kommen, gläubig aufgewachsen sind, gewohnt waren, mit der Bibel aufzuwachsen, die kommen da unter die Räder. Und da werden alle möglichen Zweifel in die Kinder und in die Jugendlichen gestellt. Und viele Jugendliche, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, die überzeugt waren vom biblischen Buch, von der Inspiration der Bibel und von der Wahrheit der Bibel, sind da völlig in Zweifel gekommen. Und die Kritik natürlich, die in diesem Bereich gegeben ist, richtet sich auf das erste Buch Mose. Das heißt, man beginnt, wenn man heute Evolutionist sein möchte und wenn man glaubt, dass die Erde durch Evolution entstanden ist, dann hat man ein Problem mit dem ersten Buch, mit dem ersten Kapitel der Bibel. Und da steht er hier, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt ist es ganz logisch, dass Menschen, die jetzt an die Evolution glauben und hier lesen, dass Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat und dass man das ernst nehmen soll, dass man das wörtlich nehmen soll, dass das von den meisten Menschen, die heute eine Schulbildung haben, prinzipiell abgelehnt wird. Und gleichzeitig wird logischerweise damit die Kritik an der Bibel angebracht. Das gibt es ja nicht, nicht. Und dann kommen wir und sagen, die Bibel ist aber von Gott inspiriert. Und jetzt können wir den Leuten nicht einfach sagen, ja, das musst du einfach glauben, weil da steht ja drinnen, die Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben und dann wird das schon stimmen, was da drinnen steht. Sondern wir sind eigentlich alle gefordert, dass wir jetzt auch den Menschen helfen und auch Jugendlichen helfen können, dass sie verstehen, warum das trotzdem die Wahrheit ist, wie es in der Bibel steht. Und da braucht es dann logischerweise Argumente, die wir darüber den Menschen bringen sollen. Und diesbezüglich habe ich ja schon einiges im Internet an Themen erarbeitet. Wir haben da in Bregenz einige Seminare zu diesen Themen gemacht und ich war bei der Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass wir über diese Fragen der Evolutionstheorie und die langen Zeitalter und so weiter, die Entwicklung von der Einzelle bis zum Menschen, dass wir da schon etwas im Internet haben, wo ich die Leute einlade, dass sich das anhören und schauen, wie man auch diese biblischen Berichte wissenschaftlich erklären kann und dass der Wissenschaft nicht widersprechen muss, was hier steht, wenn man die Wissenschaft richtig betreibt. Wenn man ein paar Blätter weiter blättert in der Bibel, 1. Mose Kapitel 5 zum Beispiel, wenn da jemand, der neu an die Bibel herangeht und diese Geschlechtsregister hier liest und der merkt, dass hier davon die Rede ist, dass hier Menschen über 1000 Jahre oder über 900 Jahre alt worden sind, fast 1000 Jahre also, dann ist das für viele Menschen nur mehr ein Märchenbuch, die Bibel. Ja? Und wie soll man das glauben? Und das soll jetzt von Gott inspiriert sein? Das gibt es ja nicht. Wenn man heute nicht so alt wird, wenn man nirgends weiß, dass Menschen jemals so alt geworden sind in historischer Zeit, dann wird das alles in Frage gestellt. Und trotzdem glauben wir als Christen, dass dieses Buch von Gott inspiriert ist und dass es grundsätzlich auch in solchen Dingen die Wahrheit sein muss. Aber ist es möglich, dass man das auch irgendwie interpretieren kann, dass Interpretation notwendig ist und Erklärungen notwendig sind, wie man das verstehen kann? Gibt in der Bibel also viele Texte. Und wenn wir vorhin gelesen haben, diesen Text, wo unter fundamentalistischen Christen zum Beispiel geglaubt wird, dass die Bibel auch wissenschaftlich absolut die
übernommen werden kann. Und alle Aussagen, die in der Bibel stehen, auch die Wahrheit über das tatsächliche Weltbild darstellen, dann wird man da wahrscheinlich ein Problem haben. Ich nehme da jetzt ein Beispiel aus dem Buch Hiob. Und da würde ich euch einladen, dass ihr das Buch Hiob aufschlagt, und zwar im 26. Kapitel. Das Buch Hiob zählt ja zu den ältesten Büchern in der Bibel und geht auch auf die älteste Kultur zurück. Also wir müssen das Buch Hiob sicher als einen Mann darstellen, der vor Abraham gelebt hat. Auch dazu gibt es ein Seminar auf unserer Homepage Hope and More. Mein letztes Seminar in Bregenz, da habe ich sehr intensiv dieses Buch Hiob studiert, wo wir da versucht haben aufzuzeigen, wo der Hiob gelebt hat, zu welcher Zeit er gelebt hat, was das damals für ein Denken war, was diese Leute für Vorstellungen gehabt hat, was für ein Weltbild da geherrscht hat. Und es wird wahrscheinlich schwierig sein zu glauben, dass das Weltbild, das wir im Buch Hiob haben oder in dem Psalm oder später bei den Propheten, dass das heute noch mit wissenschaftlichen Ergebnissen vollkommen in Übereinstimmung zu bringen ist. Da wird hier eine Interpretation notwendig sein. Nehmen wir ein Beispiel. Buch Hiob, Kapitel 26, von Vers 7 bis 11. Da steht hier, die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten. Durch seine Kraft hat er das, ja, vielleicht sollten wir vorher schon von Vers 7 weg, Entschuldige, von Vers 7. Da ist von Gott die Rede, er spannte den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken und die Wolken zerreißen darunter nicht. Er verhüllt seinen Thron und breitet seine Wolken davor. Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen, wo Licht und Finsternis sich scheiden. Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten. Wenn man so einen Text heute einen Astronomen in die Hand gibt, einen Wissenschaftler, einen Physiker, nicht? Wenn solche Leute solche Texte lesen, dann werden sie mal sagen, ja, alles halt uraltes Gedankengut, da hat man sicher solche Vorstellungen gehabt, dass der Himmel auf Säulen steht, die Erde womöglich noch auf Säulen steht und wie hier Gott beschrieben wird, der da die Wasser da zusammenführt. Heute wissen wir, wie die Naturgesetze funktionieren. Und so gibt es in dem Buch hier also viele Beschreibungen drinnen, wo man sagen wird, ist das Anliegen der Bibel ganz sicher nicht, absolut wissenschaftliche Aussagen zu machen, wie der Himmel zusammengestellt ist, wie die Naturgesetze funktionieren. Hier geht es darum, dass man die Botschaft dahinter erkennen kann. Ja? Und die Botschaft, die wir dahinter erkennen, ist einfach, dass Gott der Autor all dieser Gesetzmäßigkeiten ist, der Autor der Schöpfung ist und des Universums, aber über Einzelheiten zu meinen, die Bibel sei jetzt so von Gott inspiriert, dass sie hier absolut wissenschaftliche Aussagen macht, da wird man wahrscheinlich Probleme haben. Und wir wissen, das ist in mittelalterlicher Zeit von der Kirche und von den Bibelgläubigen damals, ist hier dieser Absolutheitsanspruch erhoben worden, dass das, wie die Bibel das beschreibt, so ist es. Und als da Leute aufkamen, die versucht haben, dann den Beweis zu erbringen, wie ein Galilei, dass da doch andere Vorgänge da sind, die sind dann in den Bann gestellt worden. Und dann hat sich das aber immer mehr und mehr gezeigt, dass das doch so ist, dass hier nicht die Bibel recht hat. Wenn die Sonne aufgeht, nicht? Wir sprechen da von Sonnenaufgang, dabei wissen wir, dass die Erde sich um die eigene Achse dreht und daher es so aussieht, als würde die Sonne aufgehen. Das sind heute Fakten. Und damals hat man dabei bestanden, dass es nicht so ist und hat diese Leute verdammt. Und dadurch kam immer mehr eine Abneigung in dieser Zeit der Aufklärung gegen die Bibel. Und ich glaube, dass hier die Kirche und die Christen, die an die Bibel glauben, tatsächlich es notwendig haben, dass man hier fragt, wie ist hier wirklich die Bibel entstanden, wie ist Inspiration zu verstehen und wie ist sie nicht zu verstehen. Man könnte ja viele Beispiele noch weiterführen, aber ich möchte das für heute einmal hier zu Ende führen.
einfach Gedanken, vielleicht einen abschließenden Text im Vers Hiob 28, Vers 25. Da steht: Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg, damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zu Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Das zeigt hier, dass hier einfach eine Botschaft zusammengefasst werden kann, dass Gott hinter all diesen Gesetzen steht. Und es ist dem Menschen offensichtlich überlassen, durch Gottes Weisheit, die ihm gegeben wird, auch diese Gesetze zu erforschen. Und da sollte die Bibel nicht ein Hindernis sein, sondern erst recht ein Ansporn, das zu tun. Aber das sollte uns nicht dazu führen, dass wir jetzt durch eigene menschliche Weisheit dann diesen Schöpfer ausschalten und sagen, den gibt es ja gar nicht, ja? Sondern dass wir erst recht hinter diesen Gesetzen den Schöpfer erkennen und von daher auch die Bibel lernen, besser zu verstehen und besser auch in unser praktisches Leben zu bringen. Denn dieser Gott, der diese Welt in Ordnung geschaffen hat, der möchte auch unser Leben in Ordnung bringen, wo es vielleicht in Unordnung ist und wo wir nur über diesen Weg zu Frieden, Sicherheit und zu einem positiven Weg in die Zukunft finden können. Und so wollen wir den lieben Gott bitten, dass er uns sein Wort immer wieder neu verständlich macht, dass wir uns nicht beirren lassen durch schwierige Texte. Wir werden uns das nächste Mal mit konkreten Beispielen noch weiter auseinandersetzen, die immer noch mit Inspiration zu tun haben. Viele Menschen entdecken Widersprüche in der Bibel. Gibt es solche? Wie gehen wir damit um? Das werden Fragen sein, die wir uns das nächste Mal stellen wollen. Ich hoffe, dass einige Gedanken dabei waren, dass wir lernen, auch mit dieser Bibel so umzugehen. Ja, und ich wünsche mir, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen und vielleicht sind jetzt während dieser Stunde, die wir verbracht haben, jetzt sehe ich gerade, das sind ja schon 1,5 Stunden, einige Fragen aufgetaucht. Ich würde euch einladen, vielleicht zwischendurch eure Fragen zu stellen. Ich lasse jetzt noch vielleicht ein paar Meldungen hereinkommen, falls ihr euch äußern wollt dazu. Und sonst schreibt mir vielleicht ein E-Mail, wenn euch da irgendwelche Fragen gekommen sind, dann würde ich sie gern das nächste Mal mit beantworten. Vielleicht schließen wir noch mit einem gemeinsamen Gebet für diesen Abend ab. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns diese Zeit geschenkt hast, dass wir über dein Wort nachdenken durften, dass wir auch auf Probleme aufmerksam worden sind, die uns vielleicht beschäftigen, für die wir nicht gleich eine Lösung haben. Aber hilf, dass wir an solchen Dingen nicht irre werden, sondern dass wir lernen, Probleme auch zu lösen und den Problemen nicht davon zu laufen. Und dass wir gerade dadurch tiefer uns Gedanken machen, wie wir dein Wort verstehen und wie wir es auch anderen Menschen weitergeben können. Dass unser Leben auch bereichert wird dadurch und auch für andere Menschen ein Segen dabei herausschauen kann. So segne unsere weiteren Zusammenkünfte über diesen Weg und gib, dass auch durch diese Studien ein Ansporn sein möge, für jeden Einzelnen seine Bibel auch für sich selbst besser zu verstehen. So hab Dank und schenk uns jetzt eine gute Nacht, wenn wir weiter uns zur Ruhe legen, und hab Lob und Dank für deine Hilfe, mit der du uns auch weiterhin begleitest. Amen. Gut, ich werde jetzt die Aufnahme